Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 9 Hüter des Himmels Solo Run Challenge. Im letzten Part sind wir mal wieder durch eine Grotte gelaufen und haben diese erkundet und jetzt sind wir hier direkt vor unserem nächsten Grottenboss und zwar ist das wohl Taire oder falls es so ausgesprochen wird. Der fünfte Grottenboss insgesamt. Jetzt haben wir schon insgesamt zwei übersprungen. Ob wir die jemals machen werden, weiß ich nicht. Jedenfalls ein epischer Cliffhanger, dass wir den letzten Mal nicht gemacht haben. Aber dafür kommt er jetzt. So, mein Freund. Du da, Kind, weißt du, weshalb all diese Grotten sich derart voneinander unterscheiden? Hm? Nein? Weil er vollkommen verwirrt ist. Er spiegelt all die Zögerlichkeit, die Zweifel und die Reue in der Seele des armen Kerls wider. Hm, aber wie ich sehe, ist dir das völlig egal. Theoretisch, Kind, man muss es dir wohl reindrücken, wie? Nun gut, komm her. Oh, geil. Oh. Ja. Damit der nächste Grottenboss, Volataire. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich weiß nicht, ob es da eine richtige Übersetzung gibt, keine Ahnung. Jedenfalls ein etwas schwierigerer Bosskampf. Ich hoffe, wir werden das hinkriegen, Leute. Beginnen wir erstmal mit dem Zauberspiegel, denn ich kenne ihn schon. Und er greift auch mit Zaubern an. 51 Schaden so und bumm, macht er direkt. Autsch. Ja, genau deswegen habe ich hier den Zauberspiegel aktiv. Und wir können es auch gleich wieder heilen und zugleich natürlich auch gleich den Stoizismus aktivieren. Leider ist er schneller, finde ich auch schade. Und da kommt gleich direkt der nächste Zauber. So schnell wird er das wahrscheinlich nicht lernen, dass er das nicht machen soll. Aber egal. Und Konzentration steigt keiner auch noch, das weiß ich auch. Soll mir richtig egal sein. Immerhin hat jetzt gar keinen Schaden gemacht gerade. Wäre natürlich schön, wenn er jetzt seine Konzentration nutzt. Oder vergeblich nutzt, um wiederum einen Zauber zu aktivieren. Was habe ich jetzt für ein Schwert aktiv? Die Überfalkenklinge. Ich weiß nicht, wie er jetzt angreifen wird. Ich gehe lieber aufs Erdrichschwert und mache jetzt meinen Heilungshieb. Wir werden sehen. Er macht Tisch. Oh, wunderbar. Passt. Perfekt. Mit erhöhter Konzentration selbst zurückgeschlagen. Und, ja, mach's ruhig nochmal. Genauso stark. Diesmal nur nicht mit höherer Konzentration, aber ein Crit quasi. Ja, nice. Fast wieder voll. Nee. Jetzt sind wir voll. Ja, passt auch perfekt, Leute. Also, besser jetzt gar nicht losgehen können für uns. Ich würde sagen, gehen wir direkt mal, wo ist sie? Auf die Überfaltenklinge und hauen direkt mal raus. Jetzt, wo die Chance haben und die Kabinen noch voll sind, nutzen wir es direkt und hauen mit dem Falkenhieb rein. Bam! 400! So, das wird ihm nicht gefallen. Oh, das war viel Schaden. Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Konzentration kann man nur in einem physischen Angriff nutzen oder bei einer Fähigkeit halt, aber niemals bei Zaubern, so wie ich das sehe. Okay, habe ich gar nicht gewusst. Na gut. Einmal wieder zurück zum Erdrichschwert. Ist wieder ganz hinten gelandet. Und dann beginnen wir wieder mit dem Heilungshieb. Dafür ist er da. Ich finde es gut, dass wir den dabei haben. Bam! 631 mit erhöhter Konzentration. Nice. Nice, nice, nice. Ja, mach ruhig nochmal. Mach's ruhig, der Zauberspiel ist noch aktiv. Das tut ordentlich weh. Konzentration wieder erhöht. So. Ja. Jetzt wiederum ist es ja immer noch wieder mit vollem KP zu kämpfen. Wunderschön. Und da würde ich sagen, Falkenklinge zurück. Und Falkenhieb dazu. Zisch kommt wieder, das ist schon wunderschön. Er lernt es, glaube ich, nicht. Tja, wie er das so schön gesagt hat, das muss man ihm einprügeln. Oder mir zumindest. Ich glaube, wir müssen ihm auch was einprügeln, dass er einfach nicht so einfach Zauber einsetzen kann. Tja, mein Freund. Bam! 624. Ey, wir haben schon so viel Schaden gemacht. Und da ist er weg. Und stößt es auch noch. Okay. Jetzt muss ich meinen Zauberspiegel schnell wieder aktivieren. Ganz, ganz schnell. Wo ist er hin? Da ist er. So. Konzentration steigert wieder und er macht Zisch. Alter Schwede, das war viel. Nee, doch, da. Achso, man kann die Konzentration dann auch verschwenden. Allerdings nicht, wenn ich ihn zurückschlage. Gut, mit der einen Konzentration sich selbst schlagen ist natürlich auch dämlich. Weil das würde funktionieren. Aber so funktioniert es also nicht. Gut zu wissen. Und jetzt bin ich plötzlich schneller. Na gut. Akzeptiere ich so? Ja, okay. Er kommt nicht drauf klar auf den Zauberspiegel. Also es gibt Monster, die sind drauf klar gekommen, aber er anscheinend. Nee, überhaupt nicht. Er überhaupt nicht. Was wollen wir wohl ohne den Zauberspiegel machen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Gut. Ja, Leute, wieder zurück zum Erdrichschwert. Ich möchte gerne wieder auf volle KP kommen. So. Leider haben wir jetzt keine erhöhte Konzentration. Vielleicht kommt es ja jetzt. Wäre sehr schön. Auf 5, sehr gut. Jetzt bitte mir auch noch kopieren, ne? So ist richtig, mein Freund. Bam. Oh, das macht so schön viel Schaden. Es ist der Wahnsinn. Den sollten wir eigentlich klein kriegen. Also bisher waren wir noch nicht großartig in Lebensgefahr. Also da war der Trauminator tatsächlich etwas gefährlicher. Aber nur, weil er nicht gezaubert hat. Um sich selbst zu schädigen. Ich greife den nochmal an. Also egal, was er macht sich selbst kaputt. Mit Zaubern
würde er sich selbst dann wiederum, ja, wie wir sehen, jetzt Schaden macht durch den Zauberspiegel. Wenn er mich physisch angreift, dann erhöhe ich meine Konzentration und kann durch stärker zurückschlagen. Also, perfekte Kombi. Alles abgedeckt, was geht. Und jetzt bin ich wieder schneller. Und habe mich auf jeden Fall definitiv vollgeheilt. Eigentlich wollte ich jetzt mal wiederum nach ihm dran kommen. Weil ich den jetzigen Schaden, den er jetzt macht, den hätte ich nämlich vorher jetzt heilen können. Und zumindest danach, ja. Reicht das schon? Nee, das reicht nicht. Okay, schade. Na gut, würde ich sagen, wieder zurück zur Falkenklinge. Ich glaube, wir haben bis jetzt in jeder Runde auch MP verbraucht, ne? Ihr seht schon, wie niedrig die sind. Gut, dass wir so viele MP haben. Bin ich echt stolz drauf. Bam! Und das reicht! Nice! Das war's mit Volatire, dem fünften Grottenboss insgesamt. Das war kein großes Problem. Sehr schön. Lief bei uns. So, nächste Schatzkarte mit dem Titel Stahlmarsch des Verderbens, Stufe 56. Gott, was wird uns da bloß erwarten? Jetzt krieg ich langsam richtig Angst. Das wären so langsam die richtig großen Grotten. War ich jemals bei so einer großen Grotte? Das weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, ja schon mal, habe ich schon mal erwähnt. Abhängig davon, wie hoch der eigene Level ist. Und der ist in der Solo-Run-Challenge natürlich jetzt bei mir auf Stufe 51 höher, als wenn man in einem Team spielt, wo die Erfahrungspunkte ja geteilt werden im Team. Weswegen dann die Level nicht so hoch sind insgesamt. Huiuiui. Tja, Leute. Läuft bei uns. Ich möchte jetzt erstmal das Geld lagern. Auch wenn es egal ist, ich werde mir wahrscheinlich nie wieder was kaufen in diesem Spiel, in diesem Projekt. Umso gespannter bin ich ja, wie lange das Projekt überhaupt noch gehen wird. Mal gucken. Jeder Part könnte der letzte sein. Weil wir nur einen Kampf verlieren müssen, den darauf füllen, dann zu gewinnen. Und dann war es ja auch schon. Habe ich jetzt schon oft genug erwähnt, aber nur für die, die es nicht mehr wissen oder gerade noch nicht zugestoßen sind. Dass ich jetzt so eine Grottenbosse mache, bis ich verliere. Und dann geht es auch nicht mehr weiter. Dann machen wir nur noch diesen einen Boss, wo wir verloren haben. Solange bis wir ihn besiegt haben. Und dann war es das auch schon. Dann war es das mit dem Projekt. Aber es war ein sehr schönes Projekt. Ist ja auch mein Lieblingsspiel. Aber eine Solo-Run-Challenge, die ist schon ziemlich cool. Macht viel Spaß, mal alleine rumzulaufen. Und man fragt sich natürlich immer, ich mache hier nur Challenges insgesamt, die ich vorher nie ausgetestet habe. Ich habe bisher immer nur das Spiel gespielt, einmal ganz normal. Das heißt, ich spiele es auch nicht blind und kann somit einschätzen, ob so eine Challenge funktionieren würde. Das ist immer so eine reine Raterei. Aber eine Solo-Run-Challenge funktioniert. Und sie funktioniert sogar auf, nein, wie soll ich das sagen, auf verschiedene Weise. Denn ich habe es jetzt so gespielt, dass ich jetzt noch Berufswechsel machen konnte, wurde zum Gladiator. Ich weiß, dass viele von euch das auch gemacht haben, also ebenfalls eine Solo-Run-Challenge. Und wiederum das anders gemacht haben, als Paladin zum Beispiel oder als Schwertmagier. Ist auch eine interessante Geschichte, kann man auch mal machen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist diese Grotte? Der Stahlmarsch des Verderbens. Ich glaube, ich war noch nie auf so einer hohen Grotte. So, wo ist das? Es ist eine sehr große freie Fläche mit Wald. Wo ist das? Ich teleportiere mich mal ganz kurz nach Stietzburg. Dann haben wir nämlich nochmal die Karte aktiv. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder cutten müssen, weil ich die Grotte so nicht finden kann. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. In der Zeit habe ich herausgefunden, wo wir diese Grotte finden können. Bis gleich. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe herausgefunden, wo wir die Grotte finden können. Und zwar ist sie an einem Ort, den wir bisher noch nie betreten haben. Kann man mit einem Schiff erreichen. Aber damit das zu kompliziert ist, mit dem Schiff dahin zu reisen, nutzen wir einmal die Pfeife Noahs. Und dann schauen wir mal. So, einmal Stellungspreis herbeirufen. Meep. Und direkt teleportieren zum Schiff. Na, zum Schiff sag ich schon. So, sind wir hier in Schinsbruck und wir müssen jetzt zur einsamen Küste. Die ist, glaube ich, hier oben, ne? Nee, das ist... Hier bin ich falsch. Moment, das ist der Turm des Schläfers da oben. Wo war die einsame Küste? Ich guck mal gerade auf die Karte. Ah ja, ich muss hier nach unten. Und zwar ist die einsame Küste direkt neben Neubühltau. Konnte man vorhin nur mit dem Schiff erreichen. So, hier ist Neubühltau, genau da zur Höhle nämlich. Und wir müssen hier hin. Genau, hier zum Strandbereich. Und zwar da. Genau hier. Hier muss sie sein. So, Kalt ist noch aktiv. Die Frage ist nur, wo ungefähr müssten wir hin? Hier ist Wasser, hier ist... Okay, jetzt sind wir ungefähr da ganz unten. Dann müssen wir aber nach oben gehen. Ungefähr hier hin vielleicht. Das ist ein recht großer Strand leider. Okay, nee.
Ach, das ist da oben. Stopp, ich muss weiter nach unten gehen tatsächlich. Okay. Dann muss ich doch weiter nach unten. Ist ein recht großer und unübersichtlicher Strand. Ist nochmal so. Wir warten auf ein Ausrufezeichen. Ach nee, das ist jetzt die Kurve da unten, ne? Das ist jetzt... Ja, genau. Da, wo mein... auf dem oberen Bildschirm. Oder oben links. Da, wo mein Namensschild ungefähr ist. Da, wo Capco steht. Das ist die Ecke da, wo wir jetzt gerade sind. Das heißt, wir müssen von hier aus genau die ganze Zeit nach oben rechts gehen. Dann müssten wir eigentlich dorthin kommen. Ha! Habe ich sie gefunden. Ich hatte die ganze Zeit A gedrückt. Nicht wundern, dass da kein Ausrufezeichen kam. Einfach A-Spam, das funktioniert. Und wir sind soweit. Nicht in mich reinlaufen, bitte. Ja. Wir sind bereit. Und sind jetzt hier. Stahlmarsch, das wird haben. Stufe 56. Wieder eine Wassergrotte. Okay, sind noch neue Monster. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Okay, aber die Monster, die kennen wir, oder? Oh, das kennen wir noch nicht. Na gut. Okay, wir müssen nach links. Da tauchen schon Monster auf, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Das soll es ja auch geben. Und direkt die Treppe, sehr schön. So, wo müssen wir lang? Da geht es schon mal nicht lang. Das kann man oben immer auf der Karte sehen. Also die Karte oben aktualisiert sich immer ein bisschen schneller als hier unten, was wir sehen können. Das heißt, man kann schon vorher sehen, wo die Treppe ungefähr sein wird. Was ist schon für Monster rumlaufen? Ein paar kennen wir schon, aber ein paar eben noch nicht. Dumm, dumm, dumm. So, einmal hier zur Treppe. Und ab U3, ihr hattet ja recht, kommen jetzt auch die ersten Truhen, aber hier sind auch leider Fresskisten dabei. Leider, leider. Aber ich glaube, die könnten wir auch so one-shotten oder one-hitten. Aus One-Hit und One-Shot, oh bitte nicht, nicht töten. Wow. Todesmagie, ich hasse sie, Leute. Und sie wirkt auch noch. Geile Scheiße, ach Mann. Okay, ich öffne nie wieder eine Truhe. Ja, Leute, jetzt haben wir sie mal in Aktion gesehen. Habe ich euch schon mal erzählt, es ist besser noch nie vorgekommen, glaube ich. Todesmagie. Also Wupp und Schwupp und so weiter und so fort. Ja, tolle Magie. Und die wirkt auch noch sofort bei uns. Das ist nicht so schön. So. Wir dürfen nochmal zurück, Leute. Pfeife Noahs aktivieren, benutzen und los geht's. Cool, ich glaube, ich öffne keine Truhe so schnell. Das war ja eine tolle Aktion, muss ich sagen. Wird auch ein bisschen dauern. Ich hätte mich vielleicht zuerst in die Nähe teleportieren sollen, um dann mit dem Stärkungspass zu fahren. Wäre vielleicht schlauer gewesen, dann weiß ich das für die Zukunft. Okay, jetzt kennen wir die Grotte ungefähr schon so ein bisschen. So, jetzt muss ich hier hin. Ungefähr da müssten wir richtig sein. Na, guck mal, die Grotte ist ja noch offen. Sehr schön. Rein da. So. So ein bisschen kenne ich jetzt schon die Ebene. Wir müssen ja jetzt mal nach links und dann müsste gleich die Treppe da erscheinen. Komm ich vorbei? Ich komme vorbei. Sehr gut. Die Frage ist, wenn ich mal so auf die Zeit gucke, ob wir heute den Grottenboss noch machen können. Das kann ich ja nicht versprechen. Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube schon, ne? Diese komische Königsschleim hier. Haben wir bisher noch nicht gesehen, ne? Da ist die scheiß Fristkiste gewesen. Direkt in der ersten Runde Schwupp eingesetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir schneller gewesen wären, hätten wir das Ding gewonnen. Oder gewonnen-hottet. Schottet, wie auch immer. Na egal. Ganz viele kleine enge Gänge. Aber hier ist die Treppe mittendrin, okay. Also irgendwie packt sie mich doch. Ich möchte gerne die Truhe öffnen. Und es ist ein Kloppkäppchen. Hat sich total gelohnt. Wow, ich bin schwerst beeindruckt. Mal gucken. Also 5 Minuten haben wir noch. Dafür wird jetzt kein Bosskampf reichen wahrscheinlich. Die Frage ist aber auch eher, wie lange wird die Grotte noch dauern. Denn ich bin mir ziemlich sicher, jetzt auf Stufe 56, wenn so hoch nur eine Grotte ist, dass sie dementsprechend auch in die Tiefe geht. Bom, 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 bom. Aber erstmal muss man so die Treppe erstmal finden. Erstmal die Karte unten vervollständigen. Ich mag das Grottensystem. Erinnert mich sehr stark an Mystery Dungeon. Da ist eine Sackgasse. Da ist auch eine Sackgasse. Bum, 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 bum. Gott, diese riesen Viecher. Jetzt sieht man sie auch mal so erscheinen. Normalerweise hat man immer im Wasser gegen die gekämpft. Oder zumindest vom Schiff aus, wenn ihr euch noch daran erinnert. Alle Sackgassen, die nach oben führen, ne? Na gut. Dum, 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 bum. Hier geht's aber noch weiter, hoffe ich zumindest. Okay, so ein... Okay, doch nicht. Nee. Okay, ich glaube, wir werden heute... Ist die Frage, ob wir wirklich heute ankommen. Ich möchte aber zumindest wissen, wer der Boss ist hier. Da bin ich jetzt echt mal gespannt auf dem Home-Level, wem wir da begegnen würden. So, ich glaube, wir müssen nach unten ganz
Ganz safe. So. Schon wieder zwei gegabelt. Wo müssen wir hin? Da ist... Wow, was hast du bitte für eine Hitbox? Das ist interessant. Abgrundtaucher. Was hast du bitte für eine Hitbox? Okay, du bist kein One-Hit leider. Inferno. Na gut. Au, die machen echt schon Schaden, Leute. Das sind immer richtig starke Gegner hier. Huiuiui. So, mein Freund. Bam. Das reicht doch nicht mal. What the fuck, wie viel hältst du aus? Okay, sehr schön geblockt. Jetzt kann ich mich wieder heilen. Und hat sich gelohnt. Jetzt aber bitte, oder? Ja. Oh, 5 Schläge hältst du aus. Respekt, Respekt. Ich glaube, ich laufe gleich nochmal absichtlich in einen Gegner, nur um mich zu heilen mit der Heilungsrüstung. Mal gucken. Also mit der Heilungsrüstung natürlich. Wo bin ich hier? Natürlich in der Sackgasse, wenn Sie sich denken können. So. Diese Krabber, die Krabber der Badus tauchen auch schon wieder auf. Dum, bum, bum, bum. Wo? Ah. Ach, die tauchen auch schon auf hier, Mensch. Ah, die Ebenen werden auch immer größer, glaube ich. Kann das sein? Oder kommt es nur so vor? Oh, Truhen. Ich möchte sie öffnen. Okay. Groschen. Es lohnt sich, glaube ich, nicht mehr, sie zu öffnen. Ich glaube, ich lasse es jetzt sein. Weil die Drops, die jetzt noch anfallen, die sind nicht wirklich gut. Die werden später besser, natürlich, wenn wir bessere Gotten haben und wir ein paar Ebenen tiefer sind. Kriegst mich nie! So. Lass mich raten, was der Sackgasse. Jo. Ich kenne noch Grotten. Ich kenne sie alle. Alle Millionen. Es gibt ja auch so viele, ne? Ich weiß nicht, wie viele Grotten gibt es insgesamt? Das kann man recht schwer errechnen, glaube ich. Habe ich schon mal drüber geredet. Also heute kommt es definitiv nicht mehr zum Kampf. Nur mal so zur Info, aber... Ich frage mich, ob wir heute überhaupt noch ankommen. Das ist die andere Frage. Seht, wie groß die Ebene ist hier. Und wie viele Sackgassen es gibt. Obwohl, was habe ich denn eigentlich Angst? Eigentlich kann ich ja locker nicht reinspringen. Ist kein großes Problem eigentlich. Aber sehr schön designt, muss ich sagen. Hier gefällt mir sehr, sehr gut. Schön Wasserfällen. Ah, duschen, Leute. Schon lange her. Okay. Aber es wird hier sehr schön gemacht. Lass mich raten. Die Treppe ist direkt hier unter der oberen. Nee. Ist sie nicht. Dann muss ich hier längs lang. Oder öffne ich die Truhe? Ich will sie öffnen. Es muss einfach sein. Okay, Gold. So, perfekt abgelenkt. So war es geplant. Schon wieder Sackgasse, wo muss ich denn hin? Hä? Ich habe irgendwas übersehen, Leute. Na, dich nicht. Ach, egal. Wow, natürlich. Okay, ist ein Heilsteinkönig auch noch. Natürlich zu viert. Das wird jetzt witzig, Leute. Ah, nee, okay. Die überleben keinen Hit. Mega Heilung. Ja, das lohnt sich bestimmt. Mega Heilung ist schon echt hart. Das sind so Priesterheilungssachen. Oh mein Gott, er greift an. Und mach genau so viel Schaden, wie ich mich heilen könnte. Nein, lass mich in Ruhe. Und wieder geheilt. So. Der nächste ist tot, genau. Jetzt kann ich mich immer mehr heilen, hoffe ich. Oh nein, bitte nicht schon wieder, nein. Okay. Das ist übrigens ein Angriff, der kann mich auch direkt töten. Weil er mir die Luft wegschnappt. Nur mal so zur Info. So, ich hoffe, ich kann mich jetzt so heilen, dass ich dann nach der nächsten Runde dann auch wieder voll LP habe. Voller Körpereinsatz. Die machen zu viel Schaden, leider. Schade. Wird so nix. Na egal. Muss mich später mit dem Heilkraut eben heilen. Na gut, Leute. Oh, Alter, sind das viele Erfahrungspunkte. What the fuck? Hier kann man richtig schön leveln. Besser als ziemliche Flüssigmetallschleim oder so. Ich muss nach oben. Ich sehe schon. Okay, nächste Ebene möchte ich gerne nochmal sehen. Mit euch zusammen. Nee. Ah. Sehr schön. Okay, Leute, würde ich sagen, ich beende auch hier jetzt mal den Part. Jetzt direkt vor der Treppe. Wahrscheinlich ist das sogar der Rottenbossraum, man weiß es nicht. Wir sind uns dann nämlich mal wieder und dann wollte ich gerade noch schnell auf X drücken, bevor er nämlich reinrennt. Das war aber zu spät. Egal, ich mache dich nochmal schnell fertig. Und dann würde ich sagen, beende ich ganz, ganz schnell den Part hier, bevor noch irgendwas anderes in mich reinläuft. Und dann war es für heute. Im nächsten Part geht es weiter mit dem Grottenboss hier. Bis zum nächsten Mal, bis dann und auf Wiedersehen.